Einen schönen guten Abend, seien Sie willkommen zu Brandenburg aktuell, heute am Freitag auch mit Peter Wachsmann. Schönen guten Abend. Und das sind die Themen. Brandenburger Flexibilität, kreativ im Angesicht der Flüchtlingskrise. 20 Jahre Bergbausanierung von blühenden Landschaften und braunem Wasser. Und Luftikurse, die Wakeboardmeister vom BC. Ja, dann schauen wir mal auf den ersten Tag der IFA. Denn die Fans der Elektronik haben seit heute nur ein Ziel. Und der Berliner Funkturm wird mit Neuheiten gelockt, die einem das Leben angenehmer machen sollen. Preise verraten die Aussteller aber jetzt auf der Messe noch nicht. Stefan Speerfeld über den ersten Besuchertag. Scharf, schärfer, am schärfsten. 4K begegnet den IFA-Besuchern, wohin sie dieses Jahr auch schauen. Das heißt, die Auflösung der Bilder ist viermal höher als bei Voll-HD. Ob sie das mit bloßem Auge noch unterscheiden können? Sieht das schon noch. Allerdings, ja, wie scharf muss es sein? Kann nie scharf genug sein eigentlich. Im Bereich der Smartphones traut sich mit Gigaset zum ersten Mal ein deutscher Hersteller auf den Markt. Das Modell heißt Mi und soll durch seinen Stahlrahmen besonders robust sein. Außerdem hat es einen Infrarotsensor, kann zu Hause also auch zur Fernbedienung werden. Kaum zu übersehen die vielen bunten Armbänder, sogenannte Wearables, also tragbare Computer. Sie liegen voll im Trend. Die Lifestyle-Accessoires zählen Schritte, Kalorien und vieles mehr. So soll der Träger zur Bewegung animiert werden. Tja, und wer vielleicht schon fleißig radelt, hier eine besonders smarte Lösung aus Brandenburg, das erste vollautomatische Fahrradschloss. Sobald sich der Besitzer mit seinem Funkschlüssel entfernt, schließt der Stahlbügel, Wegtragealarm inklusive. Wir haben das Ganze in einem Studentenprojekt an der Fachhochschule Brandenburg entwickelt. Das heißt, zwei unserer Gründer, der Christian und der Markus, die haben zusammen eine Vorlesung gehabt und haben das Ganze da entwickelt. Und dann hat es sich weiterentwickelt zu dem, was wir heute haben. Diesem Journalisten aus Asien hat die Idee von der Fachhochschule Brandenburg jedenfalls auf Anhieb gefallen. Neue Zeiten, neue Herausforderungen und wir sind bei einem ganz anderen Thema. Brandenburgs Innenministerium ist zuständig für die Flüchtlingshilfe hier im Land und heute wirbt dessen oberster Chef für mehr ungewöhnliche Lösungen. Also alles denkbar, von Zelten, die jetzt doch winterfest sein müssen, bis zum Vier-Sterne-Hotel. Ismahan Alboa. Eisenhüttenstadt heute Morgen. Es sind nur wenige Flüchtlinge, die am Bahnhof aussteigen, um Asyl in der zentralen Erstaufnahme zu beantragen. Wohl auch deswegen, weil tausende Menschen in Budapest derzeit vor dem Bahnhof festsitzen. Für sie gibt es mit dem Zug kein Weiterkommen. Jetzt haben sich Hunderte zu Fuß gen Westen gemacht. Sie wollen vor allem nach Deutschland. Irgendwann erreichen einige von ihnen auch Brandenburg. Schnelle Lösungen sind derzeit gefragt. Die Kanzlerin fordert mehr deutsche Flexibilität. Für Brandenburgs Innenminister bedeutet flexibel sein, etwa ein Hotel komplett für Flüchtlinge der Erstaufnahme anmieten. Wir stehen vor dem Winter und wir sind angehalten, Lösungen für die Menschen zu finden, die noch in Zelten untergebracht sind, beziehungsweise Lösungen für Menschen zu finden, die noch unterwegs zu uns sind. Das ist eine der denkbaren Optionen. Im Ramada-Hotel bei Frankfurt sollen bis zu 350 Menschen, meist Flüchtlingsfamilien, leben. Die Verhandlungen mit den Betreibern laufen, der Innenminister auf der Suche nach kreativen Lösungen. Es gibt beheizbare Zelte, auch das, denke ich, muss man prüfen. Und wir sind dabei, nach schnellen, größeren Einrichtungen zu schauen, die wir aktivieren können, bevor es kalt wird. Auch die Landkreise zeigen sich erfinderisch, was die Unterbringung anbelangt. Seit vergangener Woche leben 40 Menschen auf dem Spargelhof im Belitzer Ortsteil Schepe. Und wie kommt die neue deutsche Flexibilität an bei den Brandenburgern? Man muss immer differenzieren, was heißt flexibel in dem Moment. Also im Prinzip ja, wir sind flexibel, weil wir haben auf jeden Fall Platz und wir brauchen bloß ein vernünftiges Konzept dazu. Ich glaube, es ist einfach ein Problem, ist diese Größe, diese ungeheure Größe, Menge zu bewältigen. Und ich glaube, dass schon alle ihr Bestes tun und viele Forderungen, glaube ich, auf die Praxis oder in der Praxis schlecht umsetzbar sind. Sowohl die Brandenburger Politik als auch die Brandenburger zeigen sich mehrheitlich engagiert in der Flüchtlingskrise. Das Land Brandenburg ist insgesamt auf keinem so schlechten Weg. Die brandenburgische Gesellschaft, die Bevölkerung in Brandenburg sollte den Weg der Solidarisierung mit den Flüchtenden weitergehen.
Der Innenminister traf sich heute mit Frankfurter Ortsbeiräten, um für das Hotel Ramada als Erstaufnahmeunterkunft zu werben. Nicht immer einfach, wenn Flexibilität auf Realität trifft. Dann kommen wir zu den politischen Gestaltern. Was in Bayern die CSU ist, in Brandenburg die SPD. Immer an der Macht hier bei uns seit der Wiedergründung des Landes. Dieses Vierteljahrhundert feiern heute die Sozialdemokraten auf ihrem traditionellen Sommerfest im Volkspark Potsdam. Thomas Bittner ist dort für uns. Thomas, dass sich selbst feiern, wird den Genossen da aber nicht so ohne weiteres gelingen. Dafür ist das Thema Flüchtlinge doch viel zu präsent, oder? Ja, wenn dies ein ganz normaler Sommer wäre, dann würde sich die SPD für 25 Jahre SPD in Brandenburg feiern. Wenn dies ein normaler Sommer wäre, dann würden die Genossen sich jetzt vielleicht streiten über Kreisreform. Welche Stadt soll kreisfrei bleiben und welcher Kreis soll vom anderen übernommen werden? Aber weil dies kein ganz normaler Sommer ist, ist manches anders und das Thema Flüchtlinge ist hier natürlich präsent. Gäste sind eingeladen aus den verschiedenen Regionen, sollten auch Flüchtlinge hierher kommen und sie sind der Einladung gefolgt, wenn auch natürlich das Ganze in allem ein großes Familienfest der SPD ist. Und trotzdem wird über das Thema Flüchtlinge diskutiert. Einer derjenigen, die eingeladen haben, ist der SPD-Fraktionschef und der ist bei uns, Klaus Ness. Wie sehr wird dieser Sommer mit diesen Bildern der Flüchtlinge unser Land verändern? Also es ist natürlich ein Thema, das heute auch hier auf dem Fest eine wichtige Rolle spielt. Wir wollen hier auch ein klares Signal setzen. Flüchtlinge sind bei uns in Brandenburg willkommen. Wir wollen ein weltoffenes Land sein, ein tolerantes Land. Wir wollen klaren Widerstand gegen Nazis, gegen Rechtsextremisten zeigen. Deshalb bin ich froh, dass heute auch über 100 Flüchtlinge unserer Einladung gefolgt sind zu diesem Sommerfest. Aber mehr als ein Symbol kann das ja nicht sein an so einem Tag. Tolerantes Brandenburg ist ein großes Wort, ist ein großes Aktionsprogramm. Aber kann es sein, dass die Toleranz der Brandenburger erst richtig auf die Probe gestellt wird in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren? Natürlich ist das eine riesengroße Herausforderung für uns. Uns werden in diesem Jahr 25.000 neue Flüchtlinge kommen. Ich bin aber wirklich total begeistert. Ich bin in den letzten Wochen durch das Land gefahren. Ich habe ganz viele Flüchtlingsinitiativen kennengelernt, Willkommensinitiativen, viele Menschen aus kirchlichen Zusammenhängen, Menschen, die überhaupt keine politische Arbeit vorgemacht haben, die jetzt sagen, wir wollen da helfen. Wir wollen, dass die Menschen hier integriert werden. Ich glaube, das ist fast so eine, ja, auch so ein Zeichen. Wir wollen nicht sein wie in Heidenau. Wir wollen auch nicht, dass so etwas wie in Nauen passiert. Wir wollen einen Beitrag leisten, dass Menschen sich bei uns wohlfühlen, dass sie auch die Strapazen der letzten Monate und Jahre vergessen können. Geht das auch über Parteigrenzen hinweg? Heute kam von der CDU das Angebot, im Landtag zum Beispiel, wenn es um bürokratische Hemmnisse geht oder schnelle Entscheidungen, auch mal einen schnellen parlamentarischen Weg zu gehen. Ist das über die Grenzen aller Parteien hinweg Konsens? Über die Grenzen aller Parteien nicht. Die AfD nehme ich da ausdrücklich aus. Ich glaube, da ist eine Grenze überschritten worden. Also ein Verbrecher hat in Nauen eine Turnhalle abgebrannt, mit dem Ergebnis, dass jetzt Schüler dort keinen Unterricht mehr haben und Flüchtlinge nicht kurzfristig dort untergebracht werden konnten. Da gibt es kein Tabu. Und Gauland hat ein Tabu gebrochen. Er hat nämlich gesagt, Schuld an diesem Brand ist nicht dieser Verbrecher, sondern seien die demokratischen Politiker, die Menschen, Flüchtlingen erlauben, hier in unser Land zu kommen. Das ist nicht akzeptabel. Ich bedanke mich bei Ihnen. Hier geht die Feier natürlich weiter. Als Gast ist eingeladen zum Beispiel Olaf Scholz aus Hamburg, der regierende Bürgermeister. Auch eine Region, in der die SPD ja ziemlich erfolgreich ist. Das größte SPD-Sommerfest, das es im Osten Deutschlands gibt. Und kein Wunder, seit 25 Jahren regiert ja auch in Brandenburg die SPD. Vielen Dank für diese Einschätzung. Danke, Thomas Bittner. Und nun kommen wir schon gleich in der ersten Meldung zum kleineren Regierungspartner für die Sozialdemokraten. Mehr von Peter Wachsmann. Mehr Geld vom Bund für die Versorgung von Flüchtlingen. Das fordert die Landtagsfraktion der Linken auf einer Klausurtagung in Cottbus. Mit 1.000 Euro pro Monat und Flüchtlingen soll der Bund die Länder unterstützen. Weitere Themen der Tagung waren der Strukturwandel in der Lausitz und die geplante Gemeindegebietsreform. 3 Tage dauerte die Herbstklausur der Linksfraktion. Am letzten Tag auch mit Verstärkung der Bundesvorsitzenden Kipping und Rixinger. Neben einem 13-Punkte-Plan für die bessere Versorgung von Flüchtlingen hat die Fraktion auch beschlossen, die geplante Kreisgebietsreform mit Hilfen für verschuldete Kommunen zu verbinden. Hier geht es bei der Teilentschuldung um eine Gesamtsumme von etwa 400 Millionen Euro und davon rund 50% aus Landesmitteln. Das ist eine Voraussetzung dafür, um handlungsfähige Kommunen überhaupt herstellen zu können und zugleich auch ein verfassungsmäßiges Gebot, um hier eine Verwaltungsstrukturreform auch begründen zu können. Nun muss die Linke den Koalitionspartner SPD noch von ihren Vorschlägen überzeugen. Auf der Autobahn 24 bei Neuruppin hat es am Vormittag einen schweren Unfall gegeben. Dabei kam eine Frau ums Leben.
Ein polnischer Lastwagen war an einem Stauende ungebremst auf den PKW aufgefahren, in dem die Frau saß. Das Auto wurde auf drei andere Fahrzeuge geschoben. Rettungskräfte versuchten noch, die Beifahrerin wiederzubeleben. Sie verstarb aber am Unfallort. 5 Menschen wurden schwer verletzt. Als Unfallursache hält die Polizei einen Sekundenschlaf bei dem 31-jährigen LKW-Fahrer für möglich. Das Debakel um den Flughafen BER ist offenbar auch durch Personalmangel verursacht worden. Das sagte ein früherer Projektsteuerer im Berliner Abgeordnetenhaus. So sei zum Beispiel die Objektüberwachung unterbesetzt gewesen, erklärte er vor dem Untersuchungsausschuss. Dadurch seien die zahlreichen Handwerksfirmen nicht ausreichend kontrolliert worden. Oft seien sie einfach gar nicht erschienen. Außerdem hätten mindestens 500 Planungsänderungen den Bau behindert. Wo früher Kohle aus der Erde rausgeholt wurde, da wird heute nun auch schon mal geplanscht, gesegelt, getaucht. Eine gigantische Veränderung mit gigantischen Summen. 4 Milliarden Euro allein in Brandenburg. Als der DDR-Braunkohlebergbau mit einem Mal stillgelegt wurde, da konnte man diese kaputte Landschaft sich nicht einfach so selbst überlassen. Der Bergbausanierer LMBV feiert heute in Senftenberg seine 20 Jahre alte Geschichte. Philipp Manske. Der Boden unter Egon Gückels Häuschen in Lauchhammer ist wie Wackelpudding. Durch wieder ansteigendes Grundwasser herrscht in der Grubenteichsiedlung Lebensgefahr. Gückels Zuhause ist nicht mehr zu retten. Der 83-Jährige muss es verlassen. Nur wann, das ist offen. Die Situation, die wir jetzt im Grubenteich haben, die ist beschissen, kann man nur ausdrücken. Kriegen wir die Entschädigung, kriegen wir diese Entschädigung, kriegen wir ein neues Häuschen, kriegen wir keins. Das geht immer hin und her. Insgesamt müssen rund 50 Grubenteichsiedler ihre Häuser aufgeben. Ein Extrembeispiel. In der ganzen Lausitz sind Flächen so groß wie 18.000 Fußballfelder rutschungsgefährdet und gesperrt. Bei der Geburtstagsfeier der Bergbausanierer in Senftenberg hat das heute eine untergeordnete Rolle gespielt. Denn mit 20 Jahren Brandenburger Tagebausanierung ist die LMBV durchaus zufrieden. Wir sind über 3/4 mit der Sanierung fertig. Wir haben natürlich noch eine Reihe von wassertechnischen Problemen zu lösen. Die Wiederherstellung eines sich weitgehend selbst regulierenden Wasserhaushaltes ist ja die ganz große Zielstellung. Der größte Erfolg der Bergbausanierer ist zweifelsfrei das Lausitzer Seenland. Mit jährlich 500.000 Übernachtungen ist es Touristenmagnet und Jobmotor. Für einen Rückschlag sorgt die Verockerung der Spree. Und die Frage der Eisenschlammentsorgung im Altdöberner See sorgt für Proteste. Heute eigens mit Geburtstagsständchen für die LMBV. Die unerwarteten Mehrkosten in Millionenhöhe trüben die Feierlaune der Bergbausanierer. Zu 3/4 wird die LMBV vom Bund finanziert. Der Rest kommt von den ostdeutschen Kohleländern. Doch der Bund will künftig weniger zahlen. Das Problem in den Verhandlungen, das ist auch nichts Neues, ist immer das Geld. Der Bund möchte möglichst mit wenig Geld reingehen. Die Länder möchten natürlich, dass wir auskömmlich mit Geld ausgestattet sind in dieser Frage. Und zu Beginn der Verhandlungen sind die Positionen immer auseinander, sonst bräuchte man auch keine Verhandlungen. Also ich bin optimistisch, dass wir da gut zusammenkommen. Die Länder fordern konkret 1,3 Milliarden Euro für das nächste Braunkohleabkommen. Hier ist wahnsinnig Tolles geleistet worden in den letzten 20 Jahren. Wirklich blühende Landschaften im wahrsten Sinne des Wortes bei einer schweren Aufgabe. Und jetzt muss man eben schauen, wie ist die Perspektive in den nächsten Jahren und welche Verantwortung hat der Bund. Wir ziehen uns nicht raus, wir wollen nur in Ruhe drüber reden. 2018 soll das neue Abkommen in Kraft treten. Mit einem verspäteten Geburtstagsgeschenk vom Bund an die LMBV ist dann nicht zu rechnen. Wie sieht Brandenburg aus, wenn wir noch mal 25 Jahre älter sind? In dieser Woche blicken wir in die Zukunft, gemeinsam mit den Kollegen von Inforadio. Beim Thema heute dreht sich alles um die Gesundheit. Heißt es dann, kein Arzt nirgendwo? Oder führen wir dann etwa eine Fernbeziehung mit dem Doktor? Bevor sich Michael Schon ins Jahr 2040 vorwagt, beginnt er im Hier und Heute. Grüße dich, mein Großer. In Börnicke bei Nauen gibt es ihn noch, den klassischen Hausarzt. Hier hat Stefan Rosbach-Kurschat vor einigen Jahren die Praxis übernommen. Jeden Tag ist seine Tür offen für große und kleine Notfälle. Ich habe mich bewusst für eine Praxis auf dem Land entschieden, damit ich ein Versorgungsspektrum habe. Also wir haben hier bei uns in der Praxis, also sprich vom Baby, also von einem Monat alten Kind bis zum alten Greis.
Junge Ärzte wie er sind heute schon selten. 2040 ist das Jahr, in dem er in Rente geht. So wie es dann schon viele seiner Kollegen längst getan haben werden. Das ist das Problem. Wenn wir uns die Altersstruktur der Allgemeinmediziner angucken, dann erkennen wir, dass 70% der heutigen tätigen Allgemeinmediziner einfach bis 2030 in Rente gehen. Und gerade auf dem Land ist es so, dass die Hausärzte zunehmend Probleme haben, Praxisnachfolger zu finden. Gute Ideen sind gefragt. Ärzte basteln kann allenfalls unser Grafiker. Telemedizin ist so eine Idee. Wenn der Weg zum nächsten Arzt zu weit wird, könnten Patienten in Zukunft ja per Videokonferenz in die Sprechstunde kommen. Allerdings sind die Praktiker da eher skeptisch. Letztendlich fehlt das, dass ich diejenigen ja nicht auf den Bauch tasten kann, dass ich nicht abhorchen kann, dass ich mir kein komplettes Bild von jemandem machen kann. Und was, wenn nicht mehr der Patient zum Arzt kommt, sondern umgekehrt? Es kann losgehen, meine Damen, wer war zuerst da? Niedersachsen hat mit einer rollenden Arztpraxis experimentiert, ein Transporter mit einer kompletten Praxisausstattung, der über die Dörfer tingelt. Allerdings fragt sich eines. Ob es so sinnvoll ist, dass der Arzt einen Großteil seiner Arbeitszeit jetzt hinterm Steuer verbringt, oder ob es nicht umgekehrt besser wäre, Mobilitätsangebote für die Patienten zu schaffen, sodass die halt besser die Praxis des Arztes erreichen können. Die werden 2040 dann wahrscheinlich eher zu einem Ärztezentrum fahren als in eine Hausarztpraxis. Denn Hausarzt zu sein ist für viele junge Ärzte unattraktiv. Im Ärztezentrum sind sie nicht selbstständig, sondern angestellt. Es sind die Arbeitsbedingungen, dass man eben von der 60-Stunden-Woche wegkommen möchte. Es ist ja nicht nur die reine Patientenversorgung. Es sind die Papiere, die ausgefüllt werden. Es sind die Anfragen. Es läuft die Abrechnung, sofern sie niedergelassen sind. Diese Entlastung wird den Kollegen verschafft, die angestellt sind. Und 2040 werden wir wahrscheinlich seltener zum Arzt gehen. Der schaut sich nicht mehr jedes Wehwehchen an. Leichte Fälle übernimmt die Schwester, so wie heute schon in Skandinavien. Die Zahl aktuell in Deutschland liegt bei 16 bis 18 Arztkontakten pro Patient im Jahr. Das ist absoluter Wahnsinn. Das merken wir hier auch bei uns in den Sprechstunden. Das heißt, es wird viel, viel Zeit geraubt. In Skandinavien liegen die Arztkontakte von 1 bis 3. Wie werden wir 2040 zum Arzt gehen? Bisher sind die Aussichten äußerst vage. Ja, und jetzt sind wir an Ihrer Meinung interessiert. Wie sehen Sie die Zukunft der Gesundheitsversorgung hier im Land? Stimmen Sie jetzt ab über unsere Brandenburg Aktuell App? Wird der persönliche Besuch beim Arzt im Jahr 2040 eher die Ausnahme sein, wenn Sie sagen ja? Denn Telemedizin mit Ferndiagnose werde immer besser. Oder vielleicht meinen Sie auch nein, für eine vernünftige Diagnose muss der Arzt den Patienten auch weiterhin vor Ort untersuchen. Ja, jetzt bitte abstimmen. Das Ergebnis liefern wir noch kurz vor Schluss unserer Sendung. Jetzt gibt es noch mal Nachrichten, die aufmerken lassen mit Peter. Mehr als 8 Wochen nach dem Verschwinden des 6-jährigen Elias aus Potsdam gibt es möglicherweise eine Spur. Die Polizei sucht den Fahrer und eventuelle Mitfahrer eines dunklen Pkw-Kombi als Zeugen. Das schwarze oder dunkelblaue Fahrzeug mit abgedunkelten Seiten und Heckscheiben war mehrfach im Wohngebiet Schlatz gesehen worden. Elias war dort am 8. Juli von einem Spielplatz spurlos verschwunden. Die Polizei vermutet, dass Elias Opfer eines Verbrechens wurde. Am Neubau des Schiffshebewerks Niederfino hat die Flutung der oberen Zufahrt begonnen. Das ist ein etwa 1 Kilometer langer neuer Abschnitt des Oder-Havel-Kanals. Stündlich werden 800 Kubikmeter Wasser in den vom Oder-Havel-Kanal noch abgetrennten neuen Kanalabschnitt gepumpt. Bis Sonntag soll er halb voll sein. Nach einer einwöchigen Prüfung, ob die Deiche dicht sind, wird der Kanal komplett gefüllt. 145.000 Kubikmeter Wasser passen in die obere Zufahrt zum neuen Schiffshebewerk. Ja, im nächsten Jahr werden wir dort ganz hinten sozusagen den querenden Spundwand, die wir dort hinten sehen, zurückbauen. Und dann erzeugen wir eine riesengroße Wasserfläche und haben die dann sozusagen geöffnet als Einfahrt ins neue Schiffshebewerk. Das Schiffshebewerk Niederfino überbrückt 36 Meter Höhenunterschied und verbindet die Schifffahrtswege zwischen der Ostsee und Berlin. In Betrieb gehen soll es 2017, 3 Jahre später als ursprünglich geplant. Der RBB hat einen der begehrten deutschen Radiopreise gewonnen. Die Hörfunkwelle Radio Berlin 88.8 wurde in der Kategorie Beste Programmaktion ausgezeichnet. Bei einer Gala in Hamburg wurden insgesamt 11 Preise verliehen. Die Macher von Radio Berlin 88.8 bekamen die Auszeichnung für ihre Aktion Sonderzug nach Pankow. Schöne
Im Frühjahr hatte der Rockmusiker Udo Lindenberg für die Hörer ein Live-Konzert in der Berliner U-Bahn gegeben, quasi im Sonderzug vom Olympiastadion nach Pankow. Damit sei es den Machern gelungen, die Herzen der Berliner tief zu bewegen, erklärte die Jury. Bei Fußball-Drittligist Energie Cottbus läuft es derzeit nicht rund. 4 Ligaspiele ohne Sieg hatten den Sturz auf Tabellenplatz 14 zur Folge. Das Team hofft aber nun auf einen Umschwung. In der morgigen Partie gegen Aalen will Energietrainer Krämer zum ersten Mal Neuzugang Richard Sukuta-Pasu im Sturm einsetzen. Das RBB-Fernsehen überträgt das Heimspiel live ab 14 Uhr. Die beste Zeit für einen Spreewaldbesuch, die beginnt eigentlich jetzt. Nicht mehr ganz so viele Touristen und immer noch genug los. Gerade in Lübbenau, wo das 700. Stadtjubiläum sich irgendwie durchs gesamte Jahr zieht. Jana Gebauer mit dem Ausflugstipp Lübbenau, dem Tor zum Spreewald. Lübbenau ist sagenhaft und deshalb steht mitten im Zentrum dieser Brunnen, denn es gibt ja unglaublich viele Sagen und Mythen, die sich rund um den Spreewald ranken. Das hier zum Beispiel ist ein Luttki. Der Sage nach leben die kleinen Gestalten unter der Erde und borgen sich ab und zu was von den Menschen. Ja, und wenn man ihnen das Gewünschte leiht, dann gibt's dafür zum Dank einen Fladen Brot. Rund um den Brunnen reihen sich historische Bürgerhäuser aus dem 19. Jahrhundert. Imposant ist auch die barocke Nikolaikirche. Das älteste Fachwerkhaus hier am Marktplatz ist rund 300 Jahre alt. Und ein paar hundert Meter weiter liegt das Schloss Lübbenau, erbaut 1817. Einst wohnten hier die Grafen zu Lünar, heute ist es ein Hotel. Und hier im Schlosspark gibt's morgen Abend ein Konzert für 2 Klaviere mit dem Staatsorchester Frankfurt-Oder. Es ist das Abschlusskonzert der brandenburgischen Sommerkonzerte. Die Vorbereitungen dafür laufen schon. Und wer Lust hat herzukommen, Karten gibt's noch an der Abendkasse. Stärken kann man sich dann zum Beispiel in der angrenzenden Orangerie. Die Empfehlung des Küchenchefs, Salate der Saison mit Büffelmozzarella. Und weiter geht's jetzt zur Zeitreise ins Museum. An der Spreewaldbahn treffe ich Mareike Breuer. Sie spielt die Bürgermeisterin von Lübbenau. Mit ihr kann man hier gemeinsam einen Einkaufsbummel durch die Stadt im 19. Jahrhundert machen. Das Museum ist wie ein Kaufhaus aufgebaut und zeigt altes Handwerk. Zum Beispiel eine Schuhmacherwerkstatt und auch eine historische Leinenweberei. Sie glauben ja nicht, dass es bei uns zu meiner Zeit in Lübbenau selber Pelze hergestellt worden sind. Ja, hier sieht man zum Beispiel ein wunderschönes Toskana-Lamm oder eben auch Kuhfell, das zum Mantel weiterverarbeitet worden ist. Das war ein reines Winterhandwerk und Er musste dann eben ausweichen. Und was hat er gemacht? Typisch Lübbenau, natürlich Gurken eingelegt im Sommer. Darf man die probieren? Selbstverständlich. Guten Appetit. So gestärkt geht's jetzt zum Hafen. Hier starten vollbesetzte Kähne zur Tour durch den Spreewald. Und es gibt was Neues. Eine GPS-Tour. Wie funktioniert's? Ja, wie funktioniert's? Die Gäste, die auf den Kahn steigen, die erhalten alle ein GPS-Gerät und müssen dem Fährmann zeigen oder sagen, wo er lang zu fahren hat. Er hat an verschiedenen Standorten die Koordinaten mitgeteilt. Sie müssen dann sich auf den Fliesen zurechtfinden. Der Fährmann kann auch noch helfen, der kennt sich ein bisschen aus, aber die Gäste sind erstmal gefordert. Zum Schluss geht's ins angrenzende Dörfchen Lede, ins Freilandmuseum. Eintauchen in die Welt der Spreewaldbewohner vor 100 Jahren, das ist das Motto. Und hier kann man altes Handwerk selber ausprobieren, zum Beispiel das Seilern. Frau Werner, mache ich das denn richtig? Ja, sieht gut aus. Wir haben jetzt nach einem bestimmten System die Schnüre gespannt und jetzt wird schön fleißig gedreht im Uhrzeigersinn. Und wenn das dann alles schön auf Spannung ist, nimmt man alles vom Haken, macht einen Knoten rein. Und schon hat man ein wunderbares Seil. Es eignet sich perfekt als Springseil. Magst du es haben? Dankeschön. Gerne. Ja, natürlich ist dieser touristische Hotspot bestens erreichbar. Die Stadt der Kahnfahrten und Gurken, die liegt im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Die meisten Bahnverbindungen führen über Berlin. Von dort fahren nämlich stündlich Züge in Richtung Cottbus und Senftenberg, natürlich mit Halt in Lübbenau. Und mit dem Auto geht es entweder über die A13 oder die A15, alles finden Sie auch noch mal auf unserer Brandenburg aktuell Internetseite. Naja, und für unseren Landschleicher wird das Wochenende bestimmt auch schön, vor allem wenn er einen Ort zugelost bekommt, der so richtig JWD ist, den kaum einer kennt, abgesehen von denen, die da wohnen. Mal sehen, wen ich hier gerade rausfische. So, und unser, den kennen doch alle, oder? Schleppt sich.
sind wir ja schon wieder ganz in der Nähe, quasi im Spreewald. Na, wir sind gespannt. Vielleicht gibt es ja noch ein anderes Schleppzig. Das zeigen wir dann am Sonntag. Innerhalb einer Woche Tropenhitze und kühler Herbst. Heute hätte es ein bisschen gemütlicher sein können für die Wassersportverrückten. Unser Wetterreporter Michael Nowak zeigt, ach, gemütlich ist eh Quatsch bei diesem Adrenalinkick. Noch ist die große Tribüne hier am BC in Brandenburg-Havel an der Regattastrecke komplett leer. Das dürfte sich morgen ändern, denn dann beginnen hier die deutschen Wakeboarding-Meisterschaften. Und die ersten Teilnehmer, die sind auch schon da. Obwohl die Vorbereitung und die Tests hier noch nicht abgeschlossen sind, ist hier schon so eine Vorfreude, so ein Kribbeln zu spüren. Zum Beispiel bei einem Mann, der ganz entscheidend ist. Herr Philipp, was macht Wakeboarding so spannend? Ja, wie man sieht, mit tollen Leuten und mit tollen Maschinen und Booten, tolle Sprünge, Flipflops und alles, was dabei ist. Also wir sind begeistert und freuen uns, dass die Jungs hier sind und die Mädels natürlich. Gucken wir uns gleich mal aus der Nähe an. Vorher aber noch eine Frage zum Wetter. Welche Bedingungen brauchen Sie da am Wochenende? Ja, genau das, was Sie heute mitgebracht haben. Wunderschönen Sonnenschein, natürlich kein Wind. Das ist wichtig. Ansonsten wäre das absolut stark, wenn wir dieses Wetter hier behalten könnten. Das wäre toll. Naja, ein bisschen Wind könnte es morgen hier am BC aber doch geben. Wir gucken mal. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 11 bis 9 Grad. Vereinzelt regnet es im Norden. Morgen müssen wir dann immer wieder mit Schauern rechnen. Bei einem böigen Westwind zeigt sich aber auch gelegentlich die Sonne. Die Temperaturen erreichen nur 16 bis 19 Grad. Nicht nur aus Deutschland, aus ganz Europa kommen die Wakeboarder nach Brandenburg. Von diesem Kraftpaket von Motorboot lassen sich mehr als 40 Starter übers Wasser ziehen. Wie ist es denn für dich, wenn man so übers Wasser fliegt? Nö, es ist gut. Die Welle ist ein bisschen anders als bei uns hinterm Boot. Ein bisschen höher, aber es geht. Es ist sehr großes Adrenalin. Es macht sehr viel Spaß. Und man möchte immer wieder hin und her springen. Und jetzt geht's für mich selber ans Ausprobieren. Jetzt bin ich relaxed, okay. Genau. Neoprenanzug sitzt, ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, aber bei mir steht jetzt der beste Wakeboard-Trainer Deutschlands und Cheforganisator, hoffe ich zumindest, oder? Ja, wir geben uns Mühe, genau. Und ja, mal gucken, was ich hier aufs Wasser kriege. Diagnose für mich, war jetzt noch nicht die große Kür, aber Wakeboarden kann, glaube ich, tatsächlich jeder lernen. Und Zwischendiagnose fürs Wetter, auch wenn man es nach den letzten heißen Tagen nicht so richtig glauben, der Sommer verabschiedet sich langsam. Auch am Sonntag und Montag bleiben uns die Schauer erhalten. Freundlicher dann der Dienstag. Die Temperaturen dazu mit höchstens 16 bis 19 Grad fast ungewohnt niedrig. Wir haben das Wasser wieder den Könnern überlassen und uns dorthin gestellt, wo wir auch morgen den besten Überblick haben. Warum lohnt es sich, hierher zu kommen? Ja, weil wir genau mit diesen tollen Menschen und mit dieser tollen Sportart attraktiven Sport sehen werden. Und wir hoffen, dass wir genauso ein schönes Wetter haben wie heute. Und dann lohnt es sich auf jeden Fall, herzukommen. Die besten Wakeboarder Europas hier in Brandenburg. Das sind doch mal gute Aussichten. Ja, danke Michael. Und hier das Ergebnis unserer heutigen Zukunftsfrage. Wird der persönliche Besuch beim Arzt im Jahr 2040 eher die Ausnahme sein? Ja, sagten 23%, denn Telemedizin mit Ferndiagnose wird immer besser. Nein, sagten aber die meisten, nämlich 77%. Für eine vernünftige Diagnose braucht man dann doch den direkten Kontakt. Ja, noch ein Blick in die Zukunft. Ab 21.45 Uhr bei RBB aktuell mehr über das Festival Futur 25. Hier gleich die Tagesschau und zum morgigen 80. Geburtstag von Dieter Hallervorden die besten Sketche. Ja, wir sind morgen wieder für Sie da. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Ja. Ist nun offiziell eröffnet. Tag der Sachsen. Wurzen erwartet 400 Vereine und 250.000 Besucher. Mammutaufgabe, 20 Jahre Umgestaltung der Lausitz durch Bergbausanierer LMBV. Und Lichtgenie. Die Kunst des Chemnitzers Karsten Nicolai ist weltweit gefragt. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Andreas Rook. Guten Abend, liebe Zuschauer. Die Menschen können sich in den Gassen vor lauter Übermut gar nicht mehr fassen, reimte einst Joachim Ringelnatz. Am Wochenende könnte es in seiner Geburtsstadt ähnlich zugehen. Denn Wurzen ist in diesem Jahr Gastgeberstadt des Tags der Sachsen. Und Roland Kühnke ist uns jetzt live vom Marktplatz zugeschaltet. Ich frage noch mal mit Ringelnatz, springen die Leute schon wie Flöhe und werfen die Hüte in die Höhe? Also im Moment dauert es noch ein bisschen mit dem Hüpfen. Das geht jeden Moment hier so richtig los. Wenn im
wenigen Augenblicken müssten eigentlich die Herren von Will auf die Bühne springen, aber die Herren sind ja auch in die Jahre gekommen. Dann müssen wir uns da wohl noch ein bisschen gedulden. Alpha Will, der erste Höhepunkt heute hier auf der Bühne von NDR 1 Radio Sachsen. Danach kommt noch Peter Schilling und zum Schluss dann auch noch City. Da freuen wir uns richtig drauf. Und bevor es hier so richtig losgeht, da schauen wir doch einfach mal drauf, wie der Tag heute hier in Wurzen begann. Es ist guter Brauch. Wenn der Tag der Sachsen offiziell eröffnet wird, ist der Ministerpräsident persönlich dabei. Stanislaw Tillich hofft auf gutes Wetter, ein fröhliches Fest und ein Signal, dass dieser Tag in einer doch schwierigen Zeit geben könnte. Ja, ich freue mich immer wieder auf den Tag der Sachsen, weil es ist eine Repräsentation auch der Stärke Sachsens, nämlich des Ehrenamtes, was in den vergangenen 25 Jahren dazu beigetragen hat, dass Sachsen so geworden ist, wie es heute ist. Und zum Zweiten, es wird wieder auf die Ehrenamtler drauf ankommen, wenn es jetzt darum geht, die Menschen auch aufzunehmen, die zu uns kommen. Gerade aus vielen anderen Ländern, die vor Krieg und vor Vertreibung fliehen. Und die natürlich auch einen Nachbarn brauchen, die jemanden brauchen, der ihnen Deutsch beibringt. Für einen Ehrengast begann der Tag der Sachsen heute schon richtig früh. Optische Bremsprobe am SVT 137 der Baureihe Leipzig, Baujahr 1936. Frisch restauriert soll er auf große Fahrt von Delitzsch nach Wurzen gehen. Noch im Juli dieses Jahres sah er so aus. Beinahe rund um die Uhr haben die Mitglieder des Fördervereins geschweißt, geschraubt, geputzt, um ihn für den Tag der Sachsen fein zu machen. Also schon erhaben das Gefühl, dass wir das so weit geschafft haben. Dass wir trotz aller Widrigkeiten fertig geworden sind und zum Tag der Sachsen fahren können. Es geht los. Der fliegende Leipziger, wie er einst genannt wurde, auf dem Weg nach Wurzen. Geschleppt von einer Diesellok. Aber was macht das schon? 1938 war der Zug Weltrekord gefahren, 205 Kilometer pro Stunde. Mitte der 1960er Jahre wurde er umgebaut, den Bedürfnissen des DDR-Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht angepasst. So ist er weitgehend erhalten und kann nun in der Feststadt Wurzen besichtigt werden. Am frühen Nachmittag erreicht er den Gewerbepark an der Industriestraße. Es ist also angerichtet, überall im Wunderland Wurzen, so das Motto dieses Tages der Sachsen. Also es geht hier jeden Augenblick los auf der Bühne von MDR 1 Radio Sachsen. Die Moderatoren sind gerade bei der Ansage. Alpha Will, hatte ich gesagt, Peter Schilling, dann noch Electric Light Orchestra, die Idole meiner Jugend, performt bei Phil Bates und dann auch noch City. Wir freuen uns mächtig drauf. Ich wollte eigentlich noch sprechen mit dem Oberbürgermeister, mit Jörg Röglin, aber die ganzen hohen Herren, die sind im Moment beim Empfang des Landtagspräsidenten und die verpassen wirklich was. Insgesamt können wir auf einen tollen Tag der Sachsen freuen. Der Oberbürgermeister hat ein bisschen Angst, dass die wunderschönen Gassen der Altstadt ein bisschen zu eng werden könnten für dieses große Fest. Immerhin werden 250.000 Besucher, also eine Viertelmillion Besucher erwartet. Aber man hat kurzerhand das Festgelände ein bisschen erweitert. Insofern sollten hier alle, die kommen, noch tatsächlich Platz haben. Und das Wetter, das soll ja so werden wie heute zur Eröffnungsfeier. Da regnet es kurz, dann strahlte die Sonne. Das Einzige, was noch fehlte, war tatsächlich ein Regenbogen. Also ein absolut gutes Omen für den Tag der Sachsen 2015 in Wurzen. Wir freuen uns drauf. Roland Künke live aus Wurzen, der diesjährigen Gastgeberstadt des Tags der Sachsen. Und was dort in den nächsten Stunden und Tagen passieren wird, das können Sie auch auf unserer Internetseite nachlesen. Die vielen Flüchtlinge sind nicht nur eine Last, sie sind auch eine Chance. Immer häufiger hört man solche Sätze, auch von Unternehmen. Allein in Sachsen gibt es derzeit fast 29.000 unbesetzte Stellen. Wenn dann aber mal ein Unternehmer versucht, aus einem Asylbewerber einen Azubi zu machen, dann braucht er vor allem Zeit und Geduld. Sie waren Polizist und Politikstudent, Bilal Ahmad und Saad Malik aus Pakistan. Politisch und religiös verfolgt, verließen sie ihr Land vor mehr als 2 Jahren schon. Seitdem warten sie in Deutschland auf Anerkennung ihres Asylbegehrens und einen beruflichen Neustart. Als Azubis beim Druckmaschinenhersteller KBA in Radebeul könnte der gelingen. Ich dachte, ich bin glücklich, weil wir haben bekommen eine Chance, einen Mechatroniker-Beruf in KBA. In Deutschland ist meine Großtat und ich wurde einer Mechatroniker. Gelegenheitsjobs in einer Pizzeria oder Bauhelfer waren nicht das, was sich die jungen Männer vom neuen Leben in Deutschland vorstellten. Beide hatten in Pakistan einen College-Abschluss, ähnlich unserem Abitur.
Den Ausbildungsplatz hier verdanken sie vor allem der Initiative des Vereins Buntes Radebeul, der den Kontakt zum größten Arbeitgeber der Stadt herstellte. Es ist auch unsere Pflicht als Unternehmen, als technologieorientiertes Unternehmen, Asylanten eine Chance zu geben, hier in Deutschland einen Ausbildungsberuf zu suchen. Das ist ein klares Zeichen, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist es für uns nicht mehr so einfach, Mitarbeiter, Lehrlinge, Auszubildende zu finden. Dabei gehört die Firma mit 1.600 Mitarbeitern zu den Großen, zahlt Tariflohn. Das Durchschnittsalter ist mit 48 dennoch recht hoch. Nachwuchs zu finden dürfte künftig in ganz Sachsen und vielen Branchen immer schwerer werden, denn gibt es derzeit noch rund 2,5 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter, so sinkt diese Zahl bis 2025 auf etwa 2 Millionen. Das heißt, es werden etwa 465.000 Menschen weniger dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, ein Rückgang um 18%. Bevor Asylbewerber jedoch zu einem Job- oder Ausbildungsplatz kommen, vergehen nicht selten, wie bei Saad und Bilal, Jahre. Unverständlich für interessierte Arbeitgeber. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass man so eine lange Zeit braucht. Und ich denke, da muss man klare Regeln stellen und deutlich schneller dafür sorgen, dass die Asylanten wissen, ob sie hier eine Zukunft haben oder nicht. Und da ist mit Sicherheit die Politik gefordert. Das ist meiner Meinung nach ein Skandal. Nach Rechtslage dürfen Asylbewerber, die weniger als 15 Monate in Deutschland leben, Stellen erst besetzen, wenn kein EU-Bürger dafür in Frage kommt. So vergeht wertvolle Zeit. Klaus-Peter Hansen ist jetzt bei mir im Studio, der Vizechef der Landesarbeitsagentur Sachsen. Guten Abend. Haben wir gerade die Klagen des Unternehmers gehört und der sagt, es braucht mehr klare Regeln. Warum ist das Ganze so kompliziert? Also wie Sie in Ihrem Einspieler richtig gezeigt haben, braucht Sachsen Zuwanderung. Nur Zuwanderung und Integration, die folgen soll, brauchen Zeit. Die Menschen müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um einen Ausbildungsplatz oder einen Arbeitsplatz zu besetzen. Beim Ausbildungsplatz die Sprache. Beim Arbeitsplatz kommt neben der Sprache noch die notwendige Qualifikation dazu. Und diese zu erlangen, unabhängig von Prozessabläufen, benötigt Zeit. Mhm. Ein Viertel der Asylbewerber ist im ausbildungsfähigen Alter. Das gibt ein großes Potenzial, sagt der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Wenn man weiß, dass wir knapp 40.000 unbesetzte Ausbildungsstellen haben, dann hört sich das ja an, als ob man eine Win-Win-Situation daraus machen könnte. Wir wollen eine Win-Win-Situation aus diesen Datenlagen machen. Aber auch das erfordert von uns ein Herangehen, zum frühestmöglichen Zeitpunkt Kontakt herzustellen mit den Menschen, die zu uns kommen. Und nach diesem Kontakt zu klären, was können die, was wollen die. Und wir denken, dass wir mit dem Ausbildungsbeginn 2016 die ersten Fälle auch zunehmend haben, wo uns das gelingt. Mhm. Sie sprachen gerade die Qualifikation an. Was glauben Sie, wie schätzen Sie das ein, welches Potenzial haben denn tatsächlich die Flüchtenden und die Asylbewerber? Also Sie haben ja die offenen Stellen in Sachsen, die 29.000 angesprochen. Das ist der höchste Stand seit der Wiedervereinigung. Ich glaube, nur die wenigsten, die jetzt aktuell als Flüchtlinge bei uns nach Sachsen kommen, erfüllen die Voraussetzungen für diese Arbeitsplätze. Deshalb müssen wir in Sprache und in Qualifikation dieser Menschen investieren. Wir wollen aber die Zeit verkürzen. Sie sprachen ja im Einspieler von der hohen Dauer, die wir wieder feststellen. Aus diesem Grund wollen wir so früh wie möglich an die Menschen ran und klären, was sind die aktuellen Kenntnisse und Kompetenzen, die diese Menschen haben. Weil sie wollen arbeiten, sie wollen hier leben, sie wollen sich integrieren. Und wir wollen helfen, dass das gelingt. Wer geht an die Menschen ran? Es gibt ja die Überlegung, dass das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, in den Erstaufnahmeeinrichtungen dann nach der Qualifikation fragt. Können die das? Bringen die dann die Daten mit, die sie dann brauchen, um die Leute tatsächlich zu vermitteln? Oder müssen es nicht eigentlich Sie, also die Arbeitsagenturen, machen? Also wir wollen das am Ende machen, weil wir diejenigen sind, die Menschen und Arbeit zusammenbringen wollen. Ich glaube, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge tut viel, was die Erstaufnahme betrifft. Also da geht es um ganz schlichte Dinge. Gesundheitszustand, wo wohnen die Menschen, was wird mit den Kindern, gehen die zur Schule, können die zur Schule gehen. Und wir wollen zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt Kontakt zu diesen Menschen herstellen, um genau unseren Job zu machen, nämlich so früh wie möglich mit Integrationsarbeit zu beginnen. Und dazu gehört auch die Information über Berufswege, die Menschen hinter sich haben und was sind die in Deutschland wert, können die verwendet werden oder müssen wir helfen, und das wollen wir auch,
dass sie noch mehr Kompetenzen erlangen. Und dann passen sie auch zu den Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Sagt Klaus-Wieder Hansen, der Vizechef der Landesarbeitsagentur Sachsen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön. Rund 200 ausgekohlte Tagebaulöcher, dazu fast 100 stillgelegte Kraftwerke und Produktionsanlagen. Das ist kein Erbe, um das man sich reißt. Deshalb hat es die bundeseigene LMBV aufgebürdet bekommen. Vor 20 Jahren wurde der Bergbausanierer gegründet, um den Dreck wegzumachen. Und dazu brauchte die LMBV mehr als nur Schaufel und Besen. Das Erbe des DDR-Braunkohlebergbaus hat Sprengwirkung. Seit 20 Jahren versucht die bundeseigene Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft, kurz LMBV, auch mit Dynamit der Landschaft wieder einen sicheren Stand zu geben. Doch vielen, wie hier den Knappenseerebellen, geht das zu langsam. Sie forderten am Rande des Jubiläums 20 Jahre LMBV mehr Tempo beim Sanieren. Es geht nur, das zu komprimieren. Und nicht jetzt so lang zu strecken, dass man dort 8 Jahre lang weder baden, segeln, angeln noch sonst was kann. Trotz aller Ungeduld ist für Sachsen und Brandenburg die Geschichte der LMBV ein Erfolg. 10 Milliarden Euro kamen aus öffentlichen Kassen zur Sanierung der Bergbaugebiete im Osten. So das Fazit zum Jubiläum heute in Senftenberg. Finanziert wird der Bergbausanierer zu 75% vom Bund, den Rest teilen sich die Bergbauländer. Doch die weitere Gestaltung, insbesondere des Lausitzer Seenlandes, kostet weitere Milliarden. Denn noch immer sind viele Gebiete aus Sicherheitsgründen gesperrt. Davon besonders betroffen ist die Lausitz zwischen Bautzen und Cottbus. Um diese blau eingezeichneten Flächen zu sanieren, soll sich der Bund finanziell weiter engagieren, fordern Sachsen und Brandenburg. Es ist immer so, wenn es ums Geld geht, dann ist es erstmal so, dass man darüber streitet. Aber ich bin da zuversichtlich, dass uns der Bund dabei auch weiterhin unterstützen wird. Ich glaube schon, dass das Niveau, das wir jetzt haben, also ca. 1,3, 1,4 Milliarden Euro für das nächste im jetzigen Verwaltungsabkommen, auch das Niveau für die kommenden Jahre sein muss. Denn Rutschungen wie hier 2010 am Bergener See sollen durch Sanierungen dauerhaft verhindert werden. Der Bund aber hält sich zurück, wenn es um konkrete Zusagen weiterer Sanierungsmilliarden geht. Und wir haben jetzt auf verschiedenen Ebenen Gespräche miteinander, Bund wie Länder, wie teuer es tatsächlich wird. Und dann reden wir darüber, wer was übernehmen könnte. Aus Tagebauen moderne Freizeitgewässer machen. Das Know-how dafür könnte die LMBV künftig weltweit mit Lausitzer Ingenieurwissen vermarkten. Das zumindest ist das gemeinsame Ziel von Sachsen und Brandenburg. In den 80er Jahren war AIDS eine gefürchtete Krankheit. Wer sich infiziert hatte, galt gemeinhin als Todgeweihter. Und viele starben ja auch. Mit den Fortschritten der Medizin legte sich die öffentliche Aufregung dann. Eine Gelassenheit folgte, die inzwischen in Gleichgültigkeit umschlägt. So warnen uns Mediziner. Denn die Zahl der Erkrankten, sie steigt wieder. Nun nimmt sich das Deutsche Hygienemuseum in Dresden des Themas an. 30 Jahre AIDS. Zwischen Panikmache und Leichtsinn. Vor dieser Krankheit hatten sie alle Angst, vor dieser Seuche, vor dieser unheilbaren, sexuell übertragbaren Infektionskrankheit. Fast panisch reagierte die Politik anfangs darauf. Nicht nur in den USA, wo die Krankheit 1981 das erste Mal öffentlich wahrgenommen wurde. Die Seuchenschutzbehörde berichtete davon. Von 5 schwulen bis dato gesunden Männern aus Los Angeles. Sie hatten AIDS. Das Liebste wäre ja gewesen, kein Sex mehr. Ja, damit kriegen wir die Krankheit ganz schnell in den Griff oder raus mit den Infizierten aus Gesellschaft, damit auch keine Überträger von HIV mehr. Und das sind politische Entscheidungen über Menschen, die mit HIV infiziert sind und für Menschen, die vermeintlich nicht infiziert sind. Wer sich in dieser Zeit öffentlich outete, war mutig, musste er doch mit Diskriminierung, mit Ausgrenzung rechnen. So wie Martin und Icarus, zwei vom Tod gezeichnete Männer auf diesen Plakaten, die in der Ausstellung AIDS nach einer wahren Begebenheit im Hygienemuseum Dresden zu sehen sind. Botschaft von diesen jungen Aktivisten noch Anfang 90er, Mitte 90er war, wir sind hier, wir leben mit hier, wir kämpfen uns mit dieser Krankheit, mit dieser Erkrankung, aber wir sind die Menschen, die Sie alle kennen, wir sind nicht unsichtbar und wir möchten nicht unsichtbar sein.
10.000 AIDS-Plakate aus 147 Ländern befinden sich in der Sammlung des Deutschen Hygienemuseums. Die Auswahl in der Sonderausstellung verdeutlicht den Wandel im Umgang mit der Krankheit. Das liegt auch daran, dass AIDS heute, dank der Medizin, nicht mehr das Todesurteil bedeutet. Was aber nach wie vor sehr präsent ist, und das merke ich eigentlich im ständigen Umgang mit den Patienten, ist die Angst vor Stigmatisierung. Man muss auch heute sagen, dass die Aufklärung oder das Wissen um die Infektion, auch um die Dinge, die sich geändert haben, in der Allgemeinbevölkerung sicher unzureichend ist. Ich sehe auf jeden Fall eine Botschaft, einmal eine präventive Botschaft, also dass Menschen wieder in die Besinnung kommen, nachdenken. Und ich sehe, auch die Botschaft, dass Menschen begreifen müssen, wie Krankheit auch Gesellschaft verändert und verändert hat. Bis Februar kann man die Botschaft lesen und nachdenken über AIDS und das Leben mit der Krankheit, über Moral und Sexualität. Und wir schauen auf weitere Nachrichten dieses Tages. Kompakt. Tödliches Familiendrama. In Leipzig soll ein 39-Jähriger im Streit seine Ehefrau erstochen haben. Die Polizei fand die 34-Jährige gestern Abend mit mehreren Messerstichen in der Wohnung. Laut Staatsanwaltschaft habe der Ehemann die Tat bereits gestanden. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Fördermittel für Görlitz. Die Stadt erhält knapp 2 Millionen Euro aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege. Mit diesem Geld können die Stadthalle und die ehemalige Synagoge weiter saniert werden. Die Synagoge hatte als einzige in Sachsen die Pogromnacht 1938 überstanden, verfiel jedoch zu DDR-Zeiten. Weinfest eröffnet. Mit dem Anstich des ersten Fasses Wein begann heute in Weinböhler das 23. Winzerstraßenfest. Traditionell wurde es vom Bürgermeister und der sächsischen Weinkönigin eröffnet. Bis Sonntag gibt es für die Besucher Wein, Musik und vieles mehr. Rainer Kirsch gestorben. Der in Döbeln geborene Lyriker wurde 81 Jahre alt. Kirsch gehörte, wie auch seine Frau Sarah, Volker Braun und Wolf Biermann zum Kern der sächsischen Dichterschule. Deren Schriftsteller standen im Konflikt mit der SED-Führung. Sie hatten Probleme, ihre Werke zu veröffentlichen. Dass diese Herrschaften hier ihr Fähnlein einfach nur in den Wind halten, das kann man ihnen wahrlich nicht vorwerfen. Nein, sie schwingen die Fahne wie einst die Landsknechte im Mittelalter. Inzwischen ist ein Sport daraus geworden. Und so treffen sich an diesem Wochenende die Besten von ihnen zur ersten süddeutschen Meisterschaft der Fahnenschwinger in Plauen. Und vielleicht können wir etwas von ihnen abgucken, denn nächstes Jahr ist Fußball-EM und dann reicht es nicht, einfach nur eine Fahne zu haben. Oder Sven? Ja, eine Fahne, Andreas, werden dann sicherlich viele haben, aber wenn man diese Fahne auch noch schwingen kann, ja, dann fällt man richtig auf. Und die Teilnehmer hier der süddeutschen Meisterschaft im Fahnenschwingen, die können wirklich richtig gut ihre Fahne schwingen. Über 100 Teilnehmer sind es, die gerade hier auf den Marktplatz zur Eröffnungszeremonie hier in Plauen ziehen. Aus 11 Vereinen aus Süddeutschland, aus Bayern, aus Baden-Württemberg und natürlich auch hier vom Gastgeber aus Sachsen, aus Plauen. Und der Gerd Werner ist hier von der Fahnengarde Vogtland, vom Gastgeber. Schönen guten Abend, Herr Werner. Hallo. Jetzt sehen wir ja hier hinter uns die Fahnenschwinger, ihre Fahnen schwingen. Aber worauf kommt es denn eigentlich an? Es ist ja eigentlich ein richtiger Sport. Es ist wirklich ein richtiger Sport, aber ein Randsport, möchte ich bald sagen. Man sieht das. Die Fahnen gehen akkurat hoch, die Fahnen gehen akkurat runter. Man wedelt nicht nur mit den Fahnen, sondern man schwingt nach einer besonderen Choreografie die Fahnen. Herrlich. Ja, sieht einfach wunderbar aus und Sie machen dann auch richtige Wettbewerbe, die dann morgen beginnen, ne? Nein, die Wettbewerbe sind heute schon losgelaufen. 14 Uhr ging es los und werden am Sonntagnachmittag zu Ende sein. Siegerehrung natürlich inbegriffen. Und das, ich habe mir sagen lassen, im Einzel, bei den Herren, bei den Damen, auch in der Mannschaft natürlich gibt es dann Wettbewerbe. Vielen Dank, Herr Werner, erstmal für die Ausführungen. Jetzt wird es ja auch ein bisschen ruhiger, weil gleich werden dann hier die Ansprachen gehalten, wie sich das gehört für eine Eröffnung. Und ab morgen 10 Uhr geht es dann schon weiter mit den Wettbewerben. Heute, wie er es ja gerade gesagt hat, Herr Werner, ging es schon mal richtig los. Und morgen dann ab 10 Uhr hier in der Einheit Arena in Plauen, dann steigen die Fahnenschwinger richtig ein in den Wettbewerb. Und da ist jeder eingeladen, hinzugehen. Das sieht richtig toll aus. Fantastisch, finde ich das. Sven Böttger über die Meisterschaften der Fahnenschwinger in Plauen. Wer ist Carsten Nicolai?
Als diese Frage heute am Redaktionstisch gestellt wurde, da sah man in viele ratlose Gesichter. Was vielleicht auch daran liegt, dass der gebürtige Karl-Marx-Städter oft unter Pseudonym arbeitet und in aller Welt unterwegs ist und eben dort seine Spuren hinterlässt. Computergestützte Installationen und Sounds. Zu seinem 50. Geburtstag hat er in seiner Geburtsstadt eine audiovisuelle Installation entworfen. Zu sehen in den Kunstsammlungen Chemnitz. 0 und 1. Strich und nichts. Der Code unseres Lebens, des Wachstums. Selbst Bäume wachsen nach Algorithmen, erklärt der Künstler und bildet die Codes dafür ab. In weiß, in schwarz, in Form von Geräuschen. Der Algorithmus erzeugt den Rhythmus seiner Kunst und die wirkt, aber die Botschaft ist offen. Für mich ist es viel entscheidender, hier einen Raum entstehen zu lassen, wo der Betrachter sozusagen eintaucht und versinkt und natürlich auch mit all seinen Sinnen Bestandteil wird. Nur auszuhalten ist sie schwer, seine kodierte und zugleich entkodierte Welt. Ein Teil dessen ist natürlich auch, dass sozusagen die Sinne hier verwirrt werden und natürlich auch Konflikte erzeugen. Und wenn man länger in diesem Raum ist, ist natürlich, stellt sich schon ein Gefühl ein, dass der Raum, der gesamte Raum sich beginnt zu bewegen. Carsten Nicolai ist in Karl-Marx-Stadt geboren und Chemnitz war einmal eine Textilstadt. Die Produktion der Stoffe basierte auf Lochkarten, die ersten Datenträger, die Grundlage für Automatisierung und Digitalisierung. Und das fasziniert den Künstler. Er produziert Lochkarten sozusagen aus Licht und Ton. Mir geht es jetzt gar nicht so sehr sozusagen an der Technikkritik, sondern mir geht es eigentlich schon mehr auch um die Schönheit vielleicht von abstrakten Sprachen. Und schön kann auch seine Lichtsprache sein, wie in Hongkong. Hier ließ Carsten Nicolai den größten Wolkenkratzer blinken, im Takt seines Herzschlages. Jetzt ist er zurück in Chemnitz, wo sein Herz begann zu schlagen und wo ab morgen seine Ausstellung zu sehen ist. Und für viele begann vor 25 Jahren das Herz zumindest etwas anders zu schlagen. Fortan sollte ja zusammenwachsen, was zusammengehört. Ob das wirklich so gekommen ist, fragen jetzt der Schauspieler Friedrich Wilhelm Junge und der Regisseur Holger Böhme. Auf dem Dresdner Theaterkahn machen sie eine Art Visite nach 25 Jahren. Alles verheilt oder sind da noch Brüche? Bauland heißt ihr Stück. Heute Abend ist Premiere. Das Leben ist eine Baustelle. Benjamin, der Enkel, engagiert sich bei den Grünen. Vater Thomas will die Autowerkstatt vergrößern und braucht Bauland. Und der Großvater setzt auf Tradition. Und irgendwie ist jeder schuld. Wir sitzen alle hier zusammen in Opas alter Werkstatt. Hier hat alles angefangen, guten alten Zeiten und so. Ne? Und bald rollen hier die Bagger und dann kommen noch bessere Zeiten. Ja, und es kommen noch bessere. Und noch. Genau, ganz genau so. Vorausgesetzt natürlich, dass man hart arbeitet und einen Plan hat. Auf wen schiebt man die Schuld? Die Eltern sagen wieder, ja, meine Großeltern. Und so ist es in dem Stück auch. Einer sagt, du hast Schuld, du hast mich so erzogen, du hast das und das gemacht. Und so bauen sie sich auch ihre Lebenslügen zurecht. Und jetzt gibt es einen Anlass, den Geburtstag vom Opa. Und plötzlich knallt's. Auf einmal platzt die Blase. Hier ist der Bahndamm. Hier. Die Streuobstwiese, das ist das Land, um das es geht. Alles in allem 2.500 Quadratmeter. Die kleine Autowerkstatt soll zu einem Prachtpalast ausgebaut werden. Dafür muss die Streuobstwiese verschwinden. Aber der grüne Enkel verhindert das, weil hier seltene Frösche wohnen. Armes Deutschland, ich verstehe das nicht. Für alle ist Platz in diesem Land. Für Wölfe, irgendwelche Lurche, Fledermäuse. Ausländer. Ja, allerdings, ja. Genau, das Boot ist voll. Der ist unerträglich. Wieso? Weil ich das ausspreche, was ihr denkt? Der schleppt also diesen Rucksack, diesen schweren Ballast DDR-Vergangenheit immer noch mit sich rum. Solche Probleme, auf die ihn der Enkel auch aufmerksam macht, damit fühlt er sich einfach überfordert. Natürlich, klar. Wenn man es ganz böse sagen wollte, der gute Großvater hat ein Stück Pegida. Ja, hat er. Das Stück Bauland hat sich der Schauspieler Friedrich Wilhelm Junge ausgedacht und der Regisseur Holger Böhme hat es aufgeschrieben. Alle Figuren sind irgendwie real, dem Leben abgeschaut. Ein Familienstück, wie es im Jahr 25 nach der Wende realistischer kaum sein kann.
Familie kann man sich nicht entziehen. Also man ist eben verwandt und der meiste Abrieb findet dort statt. Und so lassen sich Konflikte nicht einfach dadurch lösen, dass man sich trennt. Die Zuschauer sollen sich in diesem Drei-Generationen-Stück wiederfinden. Auf dich, Opa! Zwischen Tragik und Komik. Ich schätze mal, Zukunft ist das, was immer schon gewesen ist. In Budapest sind heute mehr als 1000 Flüchtlinge aufgebrochen, um zu Fuß in Richtung österreichische Grenze zu laufen. 175 Kilometer liegt die entfernt. Über den Marsch berichten gleich die Kollegen von MDR Aktuell. Zuvor die Wetteraussichten mit Stefanie Meissner. Kommen Sie gut ins Wochenende. Bis morgen.